Recht herzlich willkommen zur 86 oder 87. Folge vom Avarion. Ja, wir haben da ausgewählt unseren Asteroiden. Zu dem fliegen wir jetzt auch mal hin. Und darunter sind die Zoltern, die kämpfen da mit irgendeinem Frachtschiff. Aber wir fliegen da jetzt erstmal zu unserem Station und gucken, was wir da so machen können. Ja, die Zoltern wollten uns bestimmt in Ruhe lassen, denke ich mal. Die sind da links da, ne? Wir wollen ja nicht dahin. Wir wollen ja woanders hin. So, nur gucken, dass uns nicht irgendwie was entgegenfliegt. Okay, da ist unser Asteroid. Unser Schiff baut noch fröhlich da die Dingens ab. So. Da sind wir jetzt. In nächster Nähe. Nicht ganz so nah. Ich weiß gar nicht, ob wir so nah dran mussten, ne? Die nächste. Minegründen, ne? Haben wir überhaupt zu viel? Ja, haben wir. Und wir wollten jetzt den Ölbohrturm machen, oder? Obwohl wir hätten da jetzt auch Edelmetallminenmöglichkeiten, ne? 7785. Ölbohrturm ist klar. Ich glaube, eine Raffinerie wäre irgendwo um die Ecke. Wir hätten, ach, hier oben, guck mal, Kohlemine ist jetzt auch mit 6,6 hier günstig, ne? Okay, sehr interessant. Dann dachte ich immer, das würde da oben teurer sein, aber, ja, Ölbohrturm oder Kohlemine oder eine andere Mine. Ja. Da war nix. Da auch nicht. Aber hier gibt's was. Solarkraftwerk. Gaskollektor. Gaskollektor. Und hier. Handelsposten. Reparaturdock. Ressourcendepot. Ressourcen. Reparaturdock. Wo war denn die Raffinerie? Herzmine. Edelmetallmine. Da könnten Endgegner sein. Solar. Aha. Stahlfabrik. Die könnten wohl Kohle vielleicht brauchen. Und da ist auch die Ölraffinerie. Stahlfabrik ist small und Ölraffinerie ist XL. Das ist jetzt die Frage, ne? Ich glaube aber, wir kümmern uns erstmal um das Öl und verkaufen das hier. Plastikhersteller ist da auch. Da kann man dann weiter. Ja, ich glaube, wir machen das mal so. Und ja, dann würde ich jetzt mal sagen, interagieren wir nochmal mit dem Ding und gründen die Mine und wir machen jetzt den Ölbohrturm, oder? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Dein Asteroid wird in einen Ölbohrturm ausgebaut. Okay. Jetzt brauche ich noch den Ölbohrturm, ne? Den Namen für meinen Ölbohrturm. Tja. Wie sollte man sowas nennen? Ölbohrturm. Alpha nennen wir das mal. Ja? Easy going. Gut, haben wir. Das ist jetzt unser Ölbohrturm. Jetzt können wir den irgendwie auswählen. Schiff betreten. Ach so, wir müssen den ja noch bauen. So, ne? Jetzt sieht man das hier. Ja, wir sind jetzt in dem Ölbohrturm sozusagen. Sie reden nur mit dem automatischen Instrument. Okay, bauen, Crew erneuern, Güter, schwarzes Brett. Wir müssten da jetzt was bauen, ja, so ist das. Jetzt wird es dann wieder schwierig. Nötige Mechaniker, einer. Ja.
Was müssen wir jetzt hier bauen? Das ist die Frage, ne? Produktionsblöcke, glaube. Eisenhülle. Frachtraum. Ich weiß nicht, ob man einen Frachtraum braucht. Eisengerüst. Ein Eisendock brauchen wir, ja. Und das sind Sachen Eisenflugschreiber, Eisenproduktion. Tja, und jetzt muss der da mal näher ran, ne? Jetzt muss man den da so reinbauen, aber wie, das ist die Frage, ne? Obwohl, hier sieht es ja ganz cool aus, ne? Hülle sind jetzt zwei. Dein Schiff hat keine Besatzung, nicht genug Mechaniker, dein Schiff wird langsam Schaden nehmen. Okay. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich da jetzt bauen muss. Raumjäger, Torpedolagerraum geht nicht. Und ich glaube, es ist ausgeraubt, das kann man dann gar nicht machen. Ich mache das mal so. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Machen das mal so groß, einfach aus dem Grunde, weil wir dann noch einen Dock vorne dran bauen könnten. So, das ist dann weg. Weil irgendwie müssen wir ja so einen Docking-Port auch da dran haben, ne? Dann würde ich mal gerade beim nächsten Material gucken, ob es da auch einen Docking-Port gibt. Quartiere brauchen die auch, ne? Ja. Die hat aber erstmal vier, sehe ich gerade. Dann brauchen wir das vielleicht noch nicht. Da ist ein Dock. Ja, die müssen, glaube ich, immer nicht so groß sein. Machen wir mal kürzer, oder? Machen wir einfach mal da den Dock hin. Jetzt haben wir keine Mechaniker hier. Das ist unser nächstes Problem, ne? Radarreichweite. Produktionskapazität 9,8 die Sekunde. Ja, nötige Kanäle, Mechaniker brauchen wir einen erstmal. Tja. Jetzt müssten wir mal aus dem Baumodus erst raus. Jetzt ist nur die Frage, wo befindet sich jetzt mein Schiff? Wie geht denn das? Da bin ich. Jetzt müssen wir mal durchblättern, oder? Da ist mein Schiff und da kann ich das Schiff auch mit T betreten. Das machen wir mal. Ist die Frage, was der da vor mir macht, ne? Ich kann da mal hinfliegen, wo der Dockingport jetzt hingekommen ist, ne, oder? Wo ist denn der Dockingport? Das ist die Frage, ne? Da.
So, was kann ich denn mit dem interagieren? Bauen, in Drohne ausstellen, Versicherung. Auswählen. Ja, fürs Interagieren. Pro anheuern. Kann man das? Okay, Crew gibt es aber noch wohl. Was haben wir denn hier noch? Ingenieur, Kanonier. Dann nehmen wir den als normalen Menschen da erstmal. Den haben wir jetzt gekriegt. Aber wie transferieren wir das? Das ist die Frage, ne? Ah, da. Okay. Hochfrachtjäger transferieren. Jetzt ist die Frage, Transfer von wo nach wo, ne? Ladung austauschen. Was haben wir denn hier? Ach so, okay. Jetzt betreten wir mal wieder das. Gehen in den Baumodus. Ne, in den P-Modus, in den Stationsmodus. Und dann können wir hier einen Mechaniker erstmal einstellen, damit das Ding nicht kaputt geht, oder? Haben wir ja. Gut. Jetzt ist das Teil nicht kaputt. Oder geht nicht kaputt. Das ist doch erstmal unerheblich. Hülle, Schild, Blöcke, Volumen, Masse. Frachtraumjäger haben wir nicht. Quartiere sind 4, Feuerkraft 0. Ja. Das haben wir gemacht. Systeme könnten wir da noch was einbauen, klar. Dein Schiff hat keinen Frachtraum. Tja. Das ist die Frage, was da geht oder nicht geht, ne? Müssen wir denn mein Schiff ansteigen? Und F ist docken. Ist aber auch gleichzeitig interagieren. Auch interessant, oder? Also, okay. Güter handeln. Rohöl. Volumen 1. Aha. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir das Volumen noch erhöhen. Cargo Space. Also, wir brauchen Frachtraum da drin, dann noch. T, das Schiff betreten, B in den Baumodus und dann doch den Frachtraum aussuchen. Ne? Ja, wo ist das hier jetzt? Da ist es, okay. Ich würde es dann doch gerne hier in der Nähe irgendwo machen. Und zwar... Ja, eigentlich wenn grün, dann geht's, ne? Dann machen wir das mal hier ein bisschen größer. Und bauen den Frachtraum erstmal hier so hin, oder? Wie viel haben wir denn? 7000? Passt. Okay, das bedeutet, wir steigen jetzt in unseren Flieger wieder ein. Und gucken uns an, was wir da gerade fabriziert haben. Docken. Güter handeln. Rohöl wird produziert. Okay. Ja, läuft. Vorrat ist 200.
Verkaufspreis und so weiter, ne? Kann man jetzt hier einstellen. Upgrade. Okay, auch cool. Tja. Niedrige Preise, ja, ist klar. Güter einkaufen. Okay, ist das jetzt aktiviert oder ist es deaktiviert, wenn das da wenn aktiviert wird, die Station Händler herbestellen, wenn die Lager voll werden. Jo. Das machen wir mal, wir wollen keinen Einkauf, wir wollen nur verkaufen. Okay, und das wäre jetzt wahrscheinlich, wenn wir mehrere Stationen haben, läuft, oder? 80 von 120. Ich glaube, wir müssen den Frachtraum definitiv noch erweitern. Dann machen wir das mal, weil das ist dann doch zu klein. Dann müssen wir noch mehr Frachtraum haben. Okay, den haben wir ja schon ausgewählt. Da können wir dann einfach direkt daneben noch was machen, ne? Passt dahin, das ist die Frage. Okay, das ist dann da schlecht, aber das geht. Sind es immer 1000, glaube ich, dann, ne? So. Jetzt haben wir das Ding da drin, ne? Piraten greifen den Sektor an, okay. Ach, wir sind in eine Drohne ausgestiegen. Das war jetzt nicht unser Ziel. Naja. Sind wir in unserem Schiff, ne? Ja. So, dann müssen wir das nochmal interagieren. Handeln 1100 sogar, okay, das läuft. Produktion läuft schon mal, das haben wir geschafft. So, jetzt die Frage, wann wer hier was kauft, ne? Und was wir machen müssen, damit das funktioniert. Wir brauchen auf jeden Fall eine Verteidigung zum Beispiel. Und da sind Piraten. Da halten wir uns aber erstmal, denke ich, raus, ne? Was natürlich schlecht ist, ist dieser Asteroid hier neben, dass der da so doof neben ist, ne? Hm. Ja, könnte man abbauen, ne, oder? Lass erstmal unsere Station hier so, wie sie ist. Die produziert Öl und ich hoffe, dass sie dann auch irgendwas verkauft. Gut. Aber ich würde mal sagen, für die Folge soll das auch erstmal hier reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.